Schönen guten Tag. Jetzt, also ich habe ja im letzten Video, das ist wieder die schlechteste Begrüßung, die ich jemals gemacht habe, egal. Im letzten Video habe ich gesagt, dass ich ja jetzt für 3 Wochen weg bin. Und jetzt geht es also los mit diesen Teneriffa-Vlogs. Wir befinden uns hier auf Teneriffa, das ist eine kanarische Insel. Westlich von Afrika. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Strand. Also, wir haben direkt hier das Meer. Mit dabei ist Julius. Ich filme jetzt mal aus sicherheitstechnischen Gründen erstmal nur die Füße. Ja. Ja, und wir sind auf dem Weg zum Strand, dann kommen da gleich noch ein paar Aufnahmen. Wir gehen jetzt schnorcheln. Was, wir waren gerade eben schon, haben jetzt erstmal eine Taucherbrille gekauft. Julius, zeig mal die Scheiße. Hier ein Schnorchel. Hier ist eine Brille. Und jetzt gehen wir da ins Meer. Ja, oder da wollen wir ja angeln, deswegen machen wir das dann auch. Ja? Schönen guten Tag, Freunde. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 Tage später oder so. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, dass wir... Oh, wo ist mein T-Shirt? Habe ich auf dem Kopf. Juhu. Nein. Wir wollten ja an den Strand gehen und gucken, was da so los ist mit den Meerestieren. Und wir gehen ja angeln. Ne? Und wir haben jetzt eine Taktik, die wir verwenden oder anwenden. Nämlich, wir angeln nicht mit Rute von Land aus oder von der Küste aus, sondern wir gehen mit einer kleinen Handangel ins Wasser und schnorcheln, während wir quasi die Fische beim Beißen zusehen. Ja, und wir haben das ein bisschen vorbereitet. Wir waren gestern wie die letzten Dreckskinder beim Survival unterwegs und sind in den Felsen rumgestiegen, 3 Stunden in der Sonne, auch so mit dem T-Shirt auf dem Kopf, wie so die, wirklich wie Kinder, die 5 Jahre irgendwie im Wald leben oder so, und haben da Krebse erlegt. Und Fische gefangen mit Muscheln. Und ich kann das mal kurz zeigen. Wir haben nämlich, also ich weiß, wir haben leider jetzt keinen ganzen Krebs mehr, weil wir den natürlich zerstückelt haben. Wir haben nur noch die Dose voll mit Ködern. Also, ich zeige euch das mal kurz. Einen Moment. Das sind die Köder und wir haben, okay, wir haben jetzt noch einen ganzen Krebs. Das ist der, der ist so halb zermatscht. Naja, jedenfalls, das riecht auf jeden Fall noch Fisch, lecker. Jedenfalls angeln wir damit, weil wir, also wir gehen auf Papageienfisch. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch kennt. Ich kann vielleicht mal ein kleines Bild einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Die schmecken gut und die gehen auf Krebsfleisch. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das mal probieren. Jedenfalls haben wir keinen Angelerfolg gehabt, leider. Wir haben aber erst nur ausprobiert, was mit den Ködern. Also wir hatten mehrere und haben dann probiert, wie es ist. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter gekommen. So, jetzt machen wir Frühstück. Hallo Kinder, guten Morgen. So, wir, also das ganze Video geht jetzt etwas, prinzipiell das Video geht nur über, ach komm, fangen wir nochmal von vorne an. Hallo Kinder, guten Morgen, wir fahren jetzt zum Loro-Park, also wir sind auf Teneriffa, für alle, die es noch nicht geschnallt haben. Fahren wir jetzt mit unserem krassen Wagen hin, zeig ich gleich nochmal. Und dann kommen wahrscheinlich einfach zig Aufnahmen von Tieren, weil, also für alle, die es nicht wissen, der Loro Park ist halt so das Highlight eigentlich auf Teneriffa. Das sind Puerto de la Cruz. Das ist ein riesiger Zoo mit allen möglichen, also von mit Tieren aus allen Kategorien, sag ich mal. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Tschüss. We'll be right back.
Kinder. Wir gehen gerade zum Dreh von Torben the Killer. Also das ist jetzt ein kleiner Spoiler gewesen. Ihr könnt euch drauf freuen. Wir sind asozial. Jetzt. Okay Leute, wir haben das jetzt gedreht für Torben the Killer. Also das war jetzt quasi die Endszene, sag ich mal. Oder war schon zu viel verraten? Passt, oder? Ja, okay, ist egal, jedenfalls. Das wird ein ziemlich aufwendiges Video. Also wir fahren jetzt Sonntag wieder nach Hause, fliegen nach Hause. Heute ist glaube ich Samstag oder so. Und dann kann ich die Tage dann direkt anfangen mit Schnippeln, Videomaterial auslesen und weil das, ja, das. Hallo Freunde, wie man sehen kann, ich bin wieder in Deutschland, oder kann man es überhaupt sehen? Ja, wir sind jedenfalls bin ich wieder in Deutschland. Somit ist das Video vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also es war jetzt wieder mal nicht so geplant wie, oder nicht so umgesetzt wie geplant. Relativ unstrukturiert und so, aber das ist halt so. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ja, dann kommt dann demnächst dieses Projekt, das ich angekündigt habe. Also dann, tschüss.